Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir darüber, welche Frisur zu dir passt. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett for free. Und wenn du Bock hast, folge mir auch gerne auf Instagram. Dort gibt es aber eher so privatere Einblicke von mir, als auch einige Outfits und Styling-Posts. Also wenn du Bock hast, folg mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Und mein Angebot besteht nach wie vor. Wenn du dir unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling-Produktes, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@daniel-korte.com und ich antworte dir dann mit 3 passenden Haarstyling-Produkten für deinen Haartyp. Und nicht vergessen, auch ein Foto von deiner Frise mitschicken, ja, weil sonst wird es für mich schwierig zu beurteilen, welches Haarstyling-Produkt zu dir passt. Und seitdem ich dieses Angebot halt mache, habe ich auch viele Messages bekommen mit der Frage: Daniel, kannst du mir helfen in der Auswahl meiner neuen Frisur? Und Leute, ja, das kann ich. Und aus dem Grund gibt es jetzt auch dieses Video hier, weil viele haben mir halt eine E-Mail geschickt mit einem Selfie von ihrer Frisur und haben mal gesagt, hey, finde ich voll cool das Angebot mit dem Haarstyling-Produkt, aber kannst du mir auch helfen, ja, wenn ich jetzt eine neue Frisur haben möchte? Ich weiß nicht so richtig, welche Frisur zu mir passt, welche Frisur könnte mir stehen. Stehen mir lange Haare, stehen mir eher kurze Haare? Und aus dem Grund gibt es jetzt dieses Video und das soll jetzt auch einfach mal so eine Guideline sein, so eine generelle Guideline, damit man sieht, okay, welche Frisur könnte dir passen und welche passt eher halt nicht zu dir. Und das heißt jetzt nicht, dass du jetzt genau so deine Haare machen musst. Das soll einfach, wie gesagt, einfach mal so eine generelle Guideline sein. Und denk dran, nicht jeden Trend mitmachen. Denn es ist viel, viel wichtiger, dass die Frisur zu deinem Gesicht passt, ja, anstatt dass du irgendeine Trendfrisur auf dem Kopf hast und aussiehst wie eine Ochse und die passt einfach gar nicht zu deinem Kopf. Ja. Also nicht jeden Trend mitmachen, sondern es ist viel, viel wichtiger, dass du eine passende Frisur für dein Gesicht hast und die gut aussieht, anstatt dass du halt irgendeine Trendfrisur hast und aussiehst wie so ein Ochse. Ja. Also, was geht ab in diesem Video? Wir checken kurz die Gesichtsform und dann schauen wir, welche Frisur zu welcher Gesichtsform gut passt. Als allererstes musst du natürlich herausfinden für dich, welche Gesichtsform du hast. Und wenn du jetzt mal bei Google eingibst, Gesichtsformen Mann, ja, dann kommen 180.000 verschiedene Gesichtsformen, ja, von rund, oval, quadratisch, rechteckig, dreieckig, trapezförmig, herzförmig und was auch immer, ja. Aber Leute, ich breche das Ganze jetzt mal runter. Denn für mich persönlich gibt es hier nur 4 verschiedene Gesichtsformen und alle anderen Gesichtsformen ähneln halt ein wenig diesen 4 Gesichtsformen. Und zwar runde Gesichtsformen, ovale Gesichtsformen, quadratische Gesichtsformen und dreieckige Gesichtsform. Denn zum Beispiel so eine Herzform oder eine Diamantenform ist halt schon ähnlich wie eine Dreiecksform. Ja? Also könnt ihr euch vorstellen, Dreieck, ja, also Dreieck und Herz ist halt identisch. Deshalb mache ich nur diese Gesichtsform. So, und bevor wir jetzt das Ganze starten, Leute, es ist immer ganz, ganz wichtig, es geht um das Thema Balance. Ja? Nicht nur im Leben, Work-Life-Balance und so, aber auch beim Thema Frisuren oder Outfits. Ja? Du kannst nicht nur das tragen oder nur das tragen, sondern es muss halt immer eine gewisse Balance bestehen. Und das ist bei den Frisuren nicht anders. Und aus dem Grund immer dran denken, Balance ist ein wichtiger Faktor und das werdet ihr gleich im Laufe des Videos auch sehen. So Leute, kommen wir als allererstes zur ovalen Gesichtsform. Und ich kann euch schon mal so viel sagen, ja, wenn du da draußen eine ovale Gesichtsform hast, dann hast du echt den Jackpot gezogen. Denn bei einer ovalen Gesichtsform ist es halt so, dass dir fast jede Frisur steht. Ohne Spaß, also da kannst du dich auf jeden Fall glücklich schätzen. Meine persönliche Empfehlung, wenn du zum Beispiel eine ovale Gesichtsform hast, dann kannst du eigentlich jede Kurzhaarfrisur tragen, die es nur gibt. Also kannst deine Seiten schön kurz machen, oben vielleicht ein bisschen länger, aber generell so eine Kurzhaarfrisur ist ein zeitloser Look, der bei einer ovalen Gesichtsform auf jeden Fall immer funktioniert, zeitlos ist und da kannst du auch gerne noch ein 3-Tage-Bart zu tragen oder halt auch kein Bart, ist völlig Latte. Auf jeden Fall bei einer ovalen Gesichtsform, ja, bist du gesegnet, da steht dir fast alles. Du kannst auch ein Man-Bun tragen, ja, wie ich jetzt zum Beispiel, oder halt auch lange Haare. Also bei einer ovalen Gesichtsform, Daumen hoch, da steht dir jede Frisur. Kommen wir zur runden Gesichtsform. Wenn du da draußen eine runde Gesichtsform hast, ja, dann würde ich an deiner Stelle alles versuchen, damit diese runde Gesichtsform nicht noch runder wird, ja. Das ist am allerbesten, dass du einfach von diesem runden Gesicht etwas wegkommst mit deiner Frisur, indem du halt viel Höhe reinbringst, ja, in deine Frisur. Also zum Beispiel Volumenpuder benutzen, dass du halt echt Volumen in deine Haare reinbekommst, damit es einfach ein bisschen ovaler wird, damit mehr Balance stimmt, damit es nicht so kreisrund ist, sondern wirklich, damit man einfach ein bisschen mehr Balance reinbekommt. Und auch an dieser Stelle würde ich dir vorschlagen, deine Seiten immer schön kurz zu machen, ja, weil wenn du jetzt breite Seiten hast oder es nach außen wächst, ja, und dann wird es irgendwie noch runder, das geht gar nicht. Von daher würde ich auf jeden Fall auch keinen Buzzcut machen oder eine Glatze oder so, Finger weg davon, sondern versuche einfach schön deine Seiten kurz zu machen
oben halt Volumen zu bekommen. Und wenn du Bock hast, lass dir auch gerne einen etwas längeren Bart wachsen, weil wenn du immer einen längeren Bart hast, dann geht es weiter nach unten, hier oben ein bisschen mehr Volumen rein und das Ganze wird dann einfach ein bisschen schöner, ovaler und nicht mehr so rund. Also auf jeden Fall, wenn du ein rundes Gesicht hast, versuch alles zu machen, damit das Gesicht nicht so aussieht wie ein Vollmond. Und bezüglich Bart komme ich später nochmal kurz drauf zu sprechen. Kommen wir jetzt zur Dreiecking-Gesichtsform. Dazu zähle ich zum Beispiel auch die Diamant-Gesichtsform oder halt die Herzform. Also das zähle ich einfach unter diese Kategorie mit dazu. Und wenn du eine dreieckige Gesichtsform hast, dann würde ich dir empfehlen, nicht zu viele Haare auf dem Kopf zu haben. Ja? Stellt euch vor, ihr habt so eine dreieckige Gesichtsform und habt hier oben auf dem Kopf noch richtig viel volumige Haare. Ja? Das macht das Ganze noch viel dreieckiger. Und aus dem Grund einfach versuchen, auch hier wieder Balance reinzubringen, nicht zu viel Haare auf dem Kopf zu haben, sondern eher weniger Haare auf dem Kopf. Generell die Seiten auch nicht ganz auf Null, also nicht Batman-Style auf 0 mm, sondern einfach ein bisschen längere Seiten. Ja, es muss jetzt nicht mega lang sein, aber einfach nicht 0 mm, sondern ein bisschen mehr Volumen in den Seiten, dann kannst du halt deine dreieckige Gesichtsform ein wenig kaschieren. Und bei einer dreieckigen Gesichtsform ist es meistens so, dass dein Kiefer doch noch ein bisschen breiter ist als der Rest von deinem Gesicht und das dann halt so dreieckig zusammenläuft. Und da empfiehlt es sich vielleicht auch, so ein 3-Tage-Bart zu tragen oder vielleicht auch ein 5-Tage-Bart. Das macht die gesamte Gesichtsform und das ganze äußere Erscheinungsbild einfach so ein bisschen in sich stimmiger. Wenn du da draußen jetzt eine dreieckige Gesichtsform hast und mich fragen würdest, hey Daniel, was würdest du machen? Ich würde Folgendes machen, ich würde eine Kurzhaarfrisur machen, die Seiten nicht komplett auf Null, sondern halt ein bisschen längere Seiten machen, mir ein 3-Tage-Bart wachsen lassen oder ein 5-Tage-Bart wachsen lassen und so hast du ein in sich besser stimmiges Bild. Kommen wir jetzt zum männlichen Ideal zur quadratischen Gesichtsform. Wenn du da draußen eine quadratische Gesichtsform hast, ja, dann hast du gewonnen. Ähnlich wie bei einer ovalen Gesichtsform kannst du mit einer quadratischen Gesichtsform eigentlich fast jede Frisur tragen, ja. Und vor allen Dingen meine Russenfreunde da draußen, die ganzen Kanisterköpfe, ja, die haben echt Glück gehabt, die sind gesegnet damit, weil ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Russen angeschaut habt, viele Russen haben halt wirklich so eine quadratische Gesichtsform, so einen Kanisterkopf und ja Leute, ihr habt richtig, richtig Schwein, denn zu euch passt nämlich fast jede Frise. Was du gut machen kannst, ja, ist zum Beispiel ein Buzzcut oder eine Glatze. Das wirkt dann sehr, sehr männlich, sehr markant. Gerade wenn du so ein quadratisches Gesicht hast, kannst du schön dir eine Glatze schneiden, gar kein Problem. Du kannst einen Buzzcut machen, du kannst generell deine Seiten kurz machen, oben ein bisschen längeres Haar haben. Ja, dir steht eigentlich fast alles. Du kannst auch deine Seiten ein bisschen länger machen, du kannst deine Haare auch ein bisschen curly machen, so, das passt alles, ja. Also da hast du echt Glück, wenn du zum Beispiel so eine quadratische Gesichtsform hast, ähnlich wie bei der ovalen Form, das passt einfach schon, das ist in sich stimmig, sieht gut aus und von daher, ja, fühl dich gesegnet, wenn du so einen Kanisterkopf hast oder in Russland geboren bist. So Leute, jetzt noch ein paar kurze Tipps am Rande. Wenn du da draußen das nächste Mal zum Friseur gehst, ja, dann frag deinen Friseur doch auch, also wenn du dir zum Beispiel unsicher bist, welche Frisur passt eigentlich zu mir? Wenn du zum Beispiel zu einem 10 € Billo Türkenfriseur gehst, ja, also nichts gegen Türken oder so, aber ich war auch oft schon bei einem 10 € Türkenfriseur, ja, damals, als ich 14 war, aber wenn ihr zu einem Friseur geht, der zum Beispiel ein bisschen mehr nimmt, ja, und auch dazu eine Serviceleistung bekommt, zum Beispiel eine gute Beratung etc., ist das natürlich nicht schlecht. Gerade wenn du unsicher bist in der Auswahl deiner neuen Frisur, solltest du das auf jeden Fall machen. Such dir einen Friseur deines Vertrauens und dann geh dahin, wo du dich einfach wohlfühlst und wo du dich auch gut beraten fühlst. Und noch eine Geschichte zum Thema Gesichtsform. Leute, ihr könnt mit Bart, ja, mit Bartwuchs echt sehr, sehr viel machen. Wenn du zum Beispiel ein eher rundes Gesicht hast, ja, also so ein kreisrundes Gesicht hast, dir aber Bart wachsen lässt und das Ganze so ein bisschen in die Länge ziehst, ja, mit einem Bart, dann hat das Gesicht eine ganz, ganz andere Erscheinung für mich. Schaut euch mal dieses Bild an von Leonardo DiCaprio ohne Bart. Und schaut euch jetzt dieses Bild an von Leonardo DiCaprio mit Bart, ja. Ich meine, Leonardo DiCaprio hat generell einen beschissenen Bartwuchs, ja. Sieht jetzt nicht so geil aus. Leonardo DiCaprio soll mal lieber mein Video zum Thema Bartwuchsbeschleunigung anschauen. Vielleicht kriegt er da ein bisschen volleren Bart. Aber am Ende des Tages, ja, seht ihr, dass das Bild mit Bart einfach ein wenig schöner aussieht, ein wenig stimmiger aussieht. Und von daher könnt ihr mit Bartwuchs halt echt viel kaschieren und viel machen, um euer Gesamterscheinungsbild einfach zu verbessern. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein wenig weiterhelfen und ihr wisst so ein bisschen mehr Bescheid, wie ihr eure nächste Frisur auswählen könnt und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, macht gerne einen Daumen nach oben. Denkt dran, Support ist kein Mord. Ich freue mich auch über jegliche Kommentare, versuche auch jeden Kommentar zu beantworten und ja, was noch? Nix. Alles klar, macht's gut, bis dahin. Peace out.